Der chinesische Smartphone-Hersteller präsentiert im Xiaomi Mi Note 10 als erster Smartphone-Hersteller die gemeinsam mit Samsung entwickelte 108-Megapixel-Penta-Kamera. Doch handelt es sich dabei um reines Marketing oder erwartet uns hier einer der besten Smartphone-Kameras am Markt? Schauen wir uns doch das Smartphone noch einmal gemeinsam etwas genauer an. Xiaomi, vielen ein Begriff für preiswerte Smartphones aus China, die häufig mit Flaggschiff-Technik glänzen. Auch im Fall des Xiaomi Mi Note 10? Jein. Denn mit 549 Euro UVP mag das Smartphone im Vergleich mit Apple und Samsung nicht teuer sein. Doch zu Preisen eines Xiaomi Pocophone wurde die Preisschraube schon deutlich angezogen. Auch in Sachen Prozessor sind die Erwartungen vielleicht andere, doch dazu später mehr. Das Xiaomi Mi Note 10 unterscheidet sich mit seinem Glasdesign dem typischen Aussehen gegenwärtiger Smartphones kaum. Auf der Front ein 3D-Curved-Display, übergehend in einem Metallrahmen, den sensible Finger wie den oberen Lautsprecher durchaus spüren können. Tasten und SIM-Slot aus Metall sind komplett auf der rechten Seite angeordnet und bieten eine gute Position als auch einen satten Druckpunkt. Auf der Rückseite erwartet uns die Penta-Kamera, welche vertikal angeordnet ist. In der Farbe Midnight Black ist die Corning Gorilla Glass 5 Rückseite ein wahrer Fingerabdruckmagnet. Vielleicht macht die Farbe Glacier White und Aurora Green diesbezüglich weniger Probleme. Die Ober- und Unterseite ist plan gestaltet. Ein Designmerkmal, welches ein wenig an das Huawei P30 Pro erinnert, wie im Grunde die Rückseite auch. Oben finden wir neben einer der beiden sichtbaren Mikrofonöffnungen einen Infrarotblaster zur Steuerung der HiFi-Anlage oder dem TV. Auf der Unterseite gibt es von links nach rechts die Bohrung für den Mono-Lautsprecher, die zweite Mikrofonöffnung, einen USB-Type-C-Port und eine 3,5 mm große Klinkenbuchse für einen Stereo-Kopfhörer oder ein Headset. Das Xiaomi Mi Note 10 ist mit einem 6,47 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, welches rechts und links einen runden Abgang bietet. Die Auflösung beträgt 2340x1080 Pixel bei 398 ppi. Die maximale Helligkeit liegt kurzzeitig bei 600 Nits, ansonsten 430 Nits. Das ist ausreichend, um auch draußen unter direkter Sonneneinstrahlung das Display noch ablesen zu können. Auch sonst bietet der Bildschirm eine gute Darstellung von Farben, Dynamik und Kontrast. Zusätzlich bietet es in den Einstellungen unterschiedlich dynamische Farbprofile und auch ein Lese- und Nachtmodus ist dem Smartphone nicht unbekannt. White Wine Level 1 wird für Netflix und Amazon in HD-Auflösung ebenfalls unterstützt. Unter dem Displayglas befindet sich ein Fingerabdrucksensor, der schnell und zuverlässig funktioniert. Oben gibt es eine tropfenförmige Notch, in der sich die 32 Megapixel auflösende Frontkamera mit einer Blende von 2.0 befindet. Auf eine Benachrichtigungs-LED verzichtet Xiaomi bei dem Note 10 komplett. Dafür gibt es ein Always-On-Display, das Xiaomi typisch mit gewagten Styles daherkommt. Die Penta-Kamera besteht von oben nach unten aus einer 5-Megapixel-Telefotokamera mit einem 5-fachen verlustfreien, 10-fachen Hybrid- und 50-fachen digitalen Zoom sowie einem optischen Bildstabilisator. Hier kann die Kamera Dinge einfangen, die mit dem menschlichen Auge nicht zu erkennen sind. Die Qualität lässt jedoch verständlicherweise proportional zu der Vergrößerung rapide nach. Weiter geht es mit einer 12-Megapixel-Porträtkamera für den Bokeh-Effekt, auch Tiefenunschärfe genannt, gefolgt von der 108-Megapixel-Ultra-High-Resolution-Kamera. Hierbei handelt es sich um den gemeinsam mit Samsung entwickelten ISOCELL HMX Bright-Sensor. Ausgestattet mit einem optischen 4-Achsen-Bildstabilisator bietet dieser im Quintett die beste Blende mit 1.69. Zu guter Letzt haben wir noch eine 20-Megapixel-Weitwinkel- und eine 2-Megapixel-Makrokamera.
Der Weitwinkel bietet eine Sichtweite von 117 Grad bei einer Blende von 2.2. Wir sind von der Penta-Kamera sichtlich beeindruckt. Auch Xiaomi bedient sich für die 108 Megapixel dem Pixel Binning, was 4 Bilder übereinander legt und so auf klassische 27 Megapixel pro Foto kommt. Ist das Ganze also doch ein Marketingtrick? Nein. Denn der Nutzer kann die 108 Megapixel auch erzwingen. Ja, das geht. Und zwar recht simpel. Dafür gibt es im Kameramenü einen separaten Button. Aber auch im Pro-Modus steht die Option zur Verfügung. Um hier die Unterschiede zu sehen, die es auch tatsächlich gibt, muss aber schon zum Vergleich der PC mit einer hohen Vergrößerung bemüht werden. Dennoch können wir diesen Modus nur in Extremsituationen empfehlen. Denn hier wird schnell der zu schwache Prozessor deutlich, der schon einmal für den Fotorechenprozess knapp 5 Sekunden in Anspruch nehmen kann. Auch bei den Lowlight-Ergebnissen kann die Penta-Kamera komplett überzeugen. Viel Detail, Kontrast und Farbtreue. Den typischen Pixelmatsch in den dunklen Bereichen haben wir vergeblich gesucht. Demgegenüber steht allerdings auch, dass Nachtfotos unnatürlich aufgehellt werden. Dies kann jedoch bei Bedarf mit den RAW-Aufnahmen am PC ohne Verluste behoben werden. Auch der Makro-Modus weiß zu gefallen. Alles in allem ist die Kamera nicht nur auf dem Datenblatt einer Referenz, sondern auch deren Ergebnisse können auf ganzer Linie überzeugen. Ultra HD, also 4K Videoaufzeichnung bei 60 Bildern pro Sekunde, kann das Mi Note 10 leider nicht. Bei 30 Bilder pro Sekunde ist hier Schluss. Auch die Tonaufnahmen haben uns ein wenig erschreckt. Die Bildstabilisierung und auch die Videoqualität ist hingegen wieder gut. Vieles deutet beim Xiaomi Mi Note 10 auf ein Flaggschiff hin, der verbaute Prozessor jedoch nicht. Hierbei handelt es sich um einen Snapdragon 730G Octa-Core Prozessor. Das G steht für Gaming, was nur bedingt seine Berechtigung hat. Zwar wird es kaum mobile Spiele geben, die der Prozessor nicht meistern wird, bleibt aber dennoch nur Mittelklasse. Natürlich reicht ein Snapdragon 730G gemeinsam mit 6 GB LPDDR4X RAM, 128 GB internen Programmspeicher und einer Adreno 618 GPU komplett für den Alltag aus. Aber in ein Flaggschiff gehört ein Snapdragon 855 oder äquivalent. Auf unserem Testgerät befindet sich Android in der Version 9 Pi gemeinsam mit dem MIUI 11.0.11. Nach wie vor fehlt in Europa der App Drawer. Bereits schon in der Beta-Version und in China gesichtet, findet er in unserem Note 10 noch keinen Einsatz. Auch mit Bloatware-Anwendung, 10 an der Zahl, hat es der Mi Note 10 Besitzer zu tun. Komplett MIUI nun zu zerreißen wäre aber auch nicht gerecht. Es finden sich sehr viele nützliche Einstellungen an Bord, wie beispielsweise das Zweitkonto oder das Bereinigungstool. Der Akku des Xiaomi Mi Note 10 bietet eine Kapazität von satten 5260 mAh. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und macht sich auch auf das Gesamtgewicht bemerkbar. Leider spürt der Anwender im Alltag nicht so viel von der hohen Kapazität. Klar, das Smartphone schafft schon seine 1 bis 2 Tage, ohne an die Steckdose zu müssen, aber keine Ahnung, habe ich mir bei der Kapazität irgendwie mehr erwartet. Leider fehlt auch die Funktion, das Smartphone kabellos aufladen zu können. Autofahrer mit Qi-Funktion in der Mittelkonsole wissen, wovon ich rede. Dafür ist wiederum ein 30 Watt Netzteil im Lieferumfang, was für einen schnellen Ladezyklus sorgt. Der riesengroße Akku lässt sich so binnen 80 Minuten einmal komplett aufladen. Pro. Gnadenlos gute Penta-Kamera. Ein gutes AMOLED-Display? Im Vergleich zum Wettbewerb noch preiswert? Ein großer Akku, leider ohne Sonderleistung. Contra? Zu schwache CPU für ein Flaggschiff? Für Xiaomi zu teuer? Kein kabelloses Laden. Zwei Stolpersteine legt uns das Xiaomi Mi Note 10 in den Weg. Zum einen der für das chinesische Unternehmen hohe Preis für 549 Euro und zum anderen ein verbauter Mittelklasse-Prozessor. Manch ein Neukunde weiß vielleicht nicht von der preiswerten Vorgeschichte des Unternehmens und wird sich angesichts horrender Apple- und Samsung-Preisen nicht weiter daran stören.
Der 5260 mAh starke Akku bedarf noch ein wenig Feintuning, kommt aber auch jetzt schon 2 Tage ohne Steckdose aus. Der verbaute Prozessor hingegen kann beim Fotografieren mit 108 Megapixel kurzzeitig einem den Spaß verderben. Ansonsten macht die Pentakamera nicht nur auf dem Datenblatt eine überragende Figur, sondern liefert auch tatsächlich das, was sie verspricht. Wer also viel und häufig mit dem Smartphone fotografiert und sich kein Apple iPhone 11 Pro leisten kann oder will, trifft mit dem Xiaomi Note 10 die richtige Wahl. Habt ihr noch Fragen zum Android-Smartphone? Dann runter in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Matthias. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.